Wo sind eigentlich Max und Marie abgeblieben? Ach, die sind da hinten. Das kannst du dir ja denken, was sie machen. Da wollen wir die mal von ihrer rosa Wolke holen. Hey, brennt's bei euch? Was? Wo? Na, dass ihr füreinander Feuer und Flamme seid, ist ja schwer zu übersehen. Bevor ich hier anfangen muss zu löschen, es gibt noch einiges an Arbeit zu erledigen. Ja, sorry, sorry, sorry. Ja, dann bring ich mal die Heuballen zurück in die Scheune, okay? Ja, das ist gut. Ich gehe mal ausmisten. Na, großer Mann, bist du wieder zum Teenie mutieren? Komm, quatsch nicht, pack lieber mal ein bisschen mit an. Verloren. Genau. Es brennt! Ach komm, der war schon beim ersten Mal nicht wirklich. Nein, ohne Witz, die Heuballen, die ich letzte Woche reingeräumt habe, die fangen an zu qualmen. Scheiße. Matti, guck mal, ob das fertig ist. Hey, schau mal, ob das fertig ist. Wir haben volles Haus. Dai, schneller! Porcaccia de una miseria. Bah. Heute überrennen uns die Leute völlig. Einmal Kürbis, Gnocchi und dreimal Mittagsbraten mit Traubenpfeffersoße. Kommt übrigens sehr gut an. Das freut mich. Ist allerdings dann auch der letzte. Zwei Portionen kriege ich gerade noch hin. Alles klar. Und Schatz, ja. Wir haben volles Haus, hast du es gesehen? Schon mittags. Ja, du weißt aber schon, dass das Martis Verdienst ist. Ach was, das liegt an mir, weil ich öfters in der Gaststube bin. Die Leute wollen den Wirt sehen, wie er sich präsentiert. Ja. Oh, Dottore, bitte nicht weiterkommen. Das Gesundheitsamt, Sie wissen schon. Es wäre nett gewesen, wenn mich jemand informiert hätte, dass Ihre Tochter die Halbschwester von Herrn Gerlach ist. Und deshalb der Verkauf der alten Post auf der Kippe steht. Wir waren uns doch einig. Ich habe mich sehr auf unsere gemeinsame berufliche Zukunft gefreut. Sie hätten natürlich in der Gastronomie völlig freie Hand gehabt, wie vorher auch bei meinem Vorgänger. Also, Dottore, es tut mir leid, aber das ist alles noch so frisch, dass Feli nicht meine Tochter ist. Das hat uns wirklich alle kalt erwischt. Außerdem ist es noch gar nicht amtlich. Felis Erbberechtigung und Abstammung ist ja noch gar nicht offiziell beglaubigt worden. Das dauert ja noch. Und natürlich hätten wir Sie viel lieber als Verpächter, als dieser Gerla. Georg, schau mal, du verstehst doch sicher, dass es für uns das Beste wäre und außerdem uns wahnsinnig viel bedeuten würde, wenn wir selbst die Eigentümer der alten Post wären. Ich gebe zu bedenken, dass die Kosten der Instandhaltung eines denkmalgeschützten Hauses sehr hoch sein können, was ich als Verpächter natürlich komplett übernehmen würde. Aber es tut mir leid. Ich kann Ihr Verhalten nicht nachvollziehen. Ich bin enttäuscht. Sehr enttäuscht. Ja, hier noch ein kleines Mitbringsel. Ich habe mir sagen lassen, es sei der beste Obstler, den man in ganz Bayern bekommen kann. Wow. Okay, danke schön. Ja, cool, dass das so spontan geklappt hat. Achtung, Spoiler, für mehr als eine Nudel hat es nicht gereicht, aber setzt euch doch. Ich oute mich als total pastasüchtig. Bueno. Oh. Danke. Bitte. Ihr kennt mich noch nicht. Oh, wir haben uns noch gar nicht begrüßt. Hallo, Daniel. Ja, das ist Emma. Emma wohnt vorübergehend bei uns, solange ihre Mutter im Krankenhaus ist. Okay. Ja, ich freue mich wirklich sehr, dass wir die Gelegenheit haben, uns etwas näher kennenzulernen. Isa hat mir wirklich die tollsten Geschichten von ihrem großen Bruder erzählt. Ja, hoffentlich nur die Jugendfreien, ne? Also, ich kann absolut verstehen, wenn Sie Vorbehalte gegen mich haben. Das, was ich Ihrer Schwester angetan habe, ist absolut unverzeihlich. Niemand außer mir wünscht sich mehr, dass... Wir wissen ja, warum. Das macht es deswegen aber nicht ungeschehen. Ich stehe zu meinem Fehler. Wein? Ja. Ja. Gern. Okay. Glückwunsch übrigens zur Verlobung. Wie haben Sie beide sich eigentlich kennengelernt? Oh, bitte ihr beide. Ihr beide, okay. Also, wir haben uns während des Medizinstudiums kennengelernt. Der da war mein Tutor. Und ja, dann haben wir uns ein bisschen aus den Augen verloren. Ja, gut, eine Weile ist ein bisschen untertrieben. Es waren 17 Jahre, ne? Ja, dann bist du einfach hier in Wiesenkirchen aufgetaucht und hattest Leo als Überraschung im Gepäck.
Leo ist unsere gemeinsame Tochter. Allerdings hat Fabian das erst vor kurzem erfahren und das gab natürlich erstmal hier ein großes Chaos. Wir haben trotzdem wieder zusammengefunden. Ja, wäre auch schön blöd von mir gewesen, wenn ich mir meine absolute Traumfrau hätte entgehen lassen. Tja, wenn man die Liebe seines Lebens gefunden hat, dann ist das wirklich ein großes Glück. Sie glauben gar nicht, wie sehr ich das bedauere, dass ich dieses Glück zerstört habe. Daniel hat übrigens große Erfolge in der Genforschung erzielt. Möchtest du mal erzählen? Okay, gern. Vorher stoßen wir an. Ja. Prost. Prost. Also hast du am Telefon gesagt, du willst mit mir über was reden? Ja, können wir uns kurz hinsetzen? Okay, jetzt spuck's schon aus. Was ist los? Feli, was ist los? Würdest du... Okay, also... Könntest du dir vorstellen, deine Anteile der alten Post an mich zu verkaufen? Lass mich raten. Bianca hat dich gebeten, mit mir zu reden, stimmt's? Heißt das, du willst mich jetzt auch loswerden? Nein, nein. Julian, ich find's total cool, dich als Bruder zu haben, ehrlich. Ich dachte mir, vielleicht bist du froh, die alte Post nicht mehr an der Backe zu haben, verstehst du? Ich weiß ja, wie anstrengend meine Familie sein kann. Und du hast doch bestimmt total viele andere coole Projekte, oder? Stimmt. Naja, um ehrlich zu sein, wäre ich auch nicht traurig, wenn ich deinem Ziehvater nie mehr begegnen müsste. Aber andererseits geht's hier auch ums Geschäft. Und es macht einen Unterschied, ob man eine 500.000 Euro mehr oder weniger bekommt. Meinst du nicht auch? Ja, aber du gehörst doch jetzt auch irgendwie zur Familie, oder? Ja, und als dein Bruder ist es meine Aufgabe, auf dich aufzupassen. Schau mal, Feli. Also ich habe den Eindruck, dass die Marinos dir da was aufladen, was einfach zu viel für dich ist. Wem meinst du das? Naja, nachdem ihr den super tollen Plan ausgeheckt habt, dass die alte Post unter Denkmalschutz gestellt wird, kommen als zukünftige Immobilieninvestoren jede Menge Kosten auf dich zu. Sämtliche Reparaturen, die bei so einer alten Hütte anfallen werden, kosten wegen der Auflagen des Denkmalschutzes mindestens das Doppelte als normal. Wie willst du das stemmen? Also ich schätze, nach dem Kauf der alten Post bleibt nicht mehr viel Geld übrig. Ja, keine Ahnung. Aber im Gegensatz dazu, wäre es dir nicht schön, wenn du dir einfach mal so einen tollen Urlaub gönnen könntest? Ja, auf die Malediven zum Beispiel. Außerdem, träumst du nicht davon, dass du dir eine eigene Wohnung leisten kannst? Wie wäre es mit einer schicken Eigentumswohnung oder dazu vielleicht noch ein kleines Ferienhäuschen irgendwo am Strand? Wie hört sich das an? Gut. Toll, natürlich. Okay, also, dann lass uns doch zusammen die alte Post an Herrn Kreuz verkaufen und den Gewinn teilen. Hey, danach hättest du so viel Geld auf dem Konto. Du kannst dir alles kaufen, wovon du je geträumt hast. Alles. Ich verstehe gar nicht, warum Heuballen überhaupt anfangen können zu brennen. Wenn die Heuballen zu nass gelagert haben und es eng stapelt. Shit, das ist mein Fehler. Mir ist ja letzte Woche irgendwas durchgerutscht. Na, warte, es ist nicht deine Schuld. So, die Kühe sind in Sicherheit. Feuerwehr ist auch alarmiert. Wir können auf keinen Fall mehr reingehen. Das ist viel zu gefährlich. Lucky. Lucky? Wer ist denn Lucky? Lucky ist unser dreibeiniger Kater, der kommt dann in die Lore wieder raus. Lukas, vergiss es. Lukas! Lukas, es ist voll gefährlich! Und was ist mit dir? Spontanes Schweigegelübde abgelegt, oder? Tut mir leid, Sarah, ich war gerade. Weißt du, Isas Ex hat ja eigentlich alles richtig gemacht, ne? Er war interessiert, er war höflich, freundlich. Du kannst ihn trotzdem nicht leiden. Oh, das ist so ein Arsch. Ja.
Finnemann hat nur gemerkt, dass er Isa immer noch liebt, oder? Ja, mir ist auch aufgefallen, wie er ständig nach Isas Hand gegriffen hat. Ja, das habe ich auch gesehen. Aber ist dir auch aufgefallen, dass sie da gar nicht drauf reagiert hat? Ja, sowas von. Okay, ich als selbsternannte Beziehungsexpertin rieche, dass deine Schwester sich vielleicht irgendwie noch verbunden fühlt zu ihrem Mann, aber ich glaube nicht, dass sie ihn noch liebt. Ja. So, außerdem würde sie eh viel besser mit Lukas zusammenpassen. Das nervt mich so hart, dass dieser Daniel ihm bei Isa in die Quere gekommen ist. Ja, Moment. Gab's aber letztens eine Situation, Bergretter-Einsatz, da hatte sie das Gefühl, dass Lukas vielleicht doch was für sie empfinden könnte. Ja. Ja, weißt du, an dem Abend wollte er Isa seine Gefühle gestehen. Ja, und dann kam plötzlich dieser Daniel in Wiesenkirchen an und... Also hatte Isa recht. Warte mal. Das heißt, Isa empfindet genauso? Sie hat auch Gefühle für Lukas? Yep. Ja, können wir doch nicht was machen? Nee. Das lassen wir besser. Erinner dich bitte mal daran, wie empfindlich sie reagiert hat, als du mit deinem Vater Daniel gestellt hast. Also... Okay, ja. Hast recht. Okay, kommen wir mal zu unkomplizierteren Themen. Zu unserem Liebesleben zum Beispiel. Da war noch was, wenn du dich erinnerst. Ja, ganz dunkel, ja. Also ich weiß jetzt, wer meine Trauzeugin sein soll. Ich würde gern Max fragen. Also nur wenn du nicht ihn auch schon... Das ist okay, das passt schon, ja. Nee, ich habe mir da schon was anderes überlegt.